only hope it brings you what you wish. Ach verdammt, jetzt hat sie uns da wieder was erzählt von ihr, von der Seele, die wir gerade gesammelt haben, geerntet hatten. Ach schade, da kommen wir nur auf 15. Aber wir sind dann zumindest schon mal ein bisschen besser. Und ich hoffe dann, dass wir auch diese große Seelenwaffe dann auch in nicht so ferner Zukunft dann auch nutzen können. Weil dadurch werden wir dann auf jeden Fall extrem stark. So, zusätzlich zu unserem... Ja, das war jetzt sinnlos. Zusätzlich zu unserem... Obwohl... Zu unserem Schwert oder Dolch... Oder Degen, besser gesagt, den wir jetzt haben. Und wenn wir den nämlich auch auf Stufe 10 haben, also dann können wir echt sagen, wir machen eigentlich alles relativ einfach platt. Ja, relativ einfach. So, nun gut. Was machen wir jetzt? Gute Freunde, jetzt machen wir... einen Checkpunkt und zwar hier. Nee, warte mal, wo ist denn das? Hier? Nee. Hier? Ich glaube, das ist hier. Hier. Das müsste das gewesen sein. Wir können jetzt mal gucken, ob wir uns was von diesen Seelen, die wir jetzt so, Boss-Seelen, die wir jetzt so gesammelt haben, was Neues kaufen können. So, okay. Gegenstand kaufen. Lichtschein, prächtiges Leben. So, hier kann er erstmal nicht, aber handeln. Nee. Da können wir leider auch noch nichts. Schade, ich dachte diese... Ach so, weil das halt so ein super Typi war. Deswegen konnten wir da jetzt nichts machen. Ach so. Also mit Supertypen meine ich halt einen dieser vier Oberfürsten, die wir zu töten haben. Und die müssen wir ja irgendwo anders opfern, so wie im ersten Teil. Und ja, deswegen können wir die wahrscheinlich nicht gegen irgendwelche Waffen eintauschen, logischerweise. Weil sonst käme man in der Hauptquest nicht weiter voran. So, aber jetzt wollte ich euch noch hier eine andere Sache zeigen. Und zwar hier oben hat man die Möglichkeit, Sachen zu geben. Und zwar dieses Nest. Das hatte ich euch ja auch mal gezeigt gehabt. So, und da kann man jetzt zum Beispiel sagen, wir geben denen was Kleines, Glattes, Seidiges. So, und zwar hier ablegen. Machen wir mal... Ich weiß nicht, ob das geht, ob man dem mehrere... Verdammt. Ja, und da kann man tauschen. Den gibt man immer eine Kacke. So. Seele eines stolzen Ritters. No, gar nicht so verkehrt. So, man kann dann aber auch Waffen und sowas erhalten. Also, ich glaube, es gibt mittlerweile sogar schon Listen, aber ich glaube, hier ist es eher Ach, Mann! Hier ist es Willkür, was man da rausbekommt. Im ersten Teil war es halt wirklich programmiert, dass man... Alte Peitsche. Dass man gegen das, das bekommt und gegen das, das bekommt. Und da war das halt alles vorgeschrieben, dass man zum Beispiel Titanit farmen konnte. So, aber hier ist das, ich glaube, bei diesen seidigen Steinen sieht man es sehr deutlich, sehr willkürlich, was man bekommen könnte. So. Dämonengroßhammer? Ah, der Dämonengroßhammer, das müsste noch so ein Easter Egg aus dem
aus dem ersten Teil sein. Also aus Dark Souls 1. So. Rotes Wasser. Na bitte. Jetzt haben wir auch noch ein bisschen rotes Wasser. Jetzt können wir Jesus spielen. Ich kann ja auch aus Wein Wasser machen. Lehmstein kriegen wir auch nochmal. Blitzstein. Hey, cool, ein Blitzstein. Gib ich Mut? So. Okay, wir können ja mal einen Lehmstein probieren. Ja, was passiert, wenn wir Lehmstein da reinknallen? Ah, sowas will er nicht. Ah, okay. Nee, nee, sowas will er nicht. So. Na, was ist denn klein und seidig, ja? So. Ah. Ja, was könnte man denen noch geben? Was nehmen die so? Was wollen die denn so? Ne? Skeptiker-Gewürz. Blitzstein. Ich überlege gerade, wo sehen wir eigentlich unsere... Ach, hier sind sie. Titanitscherbe, Titanitscholle. Titanitscholle ist sogar das noch größere. Wir bräuchten Titanitbrocken. So, glitzerndes Titanit. Versteinerter Knochen, Pfahlstein. Blitzstein, Blutungsstein, Feuersamen. So, ich würde mich auch gerne mal dafür interessieren, oder beziehungsweise ich interessiere mich dafür, wie hoch man seinen Handschuh upgraden kann, ob das Stufe 10 oder Stufe 5 ist. Und ob man dann zum Beispiel 5 Feuersamen benötigt oder ob das dann wirklich eine Menge mehr sind. So, okay, warte mal. Jetzt gehen wir hier nochmal. Das war genau der falsche Weg. Ich wollte da nochmal zu dem anderen kurz mal an der Pforte kratzen. Gucken wir mal, ob wir da was holen könnten. So. Ich weiß, ich bin vergiftet, aber ich möchte jetzt da auch nicht sinnlos was trinken. Noch nicht. So, genau, da ist es. Da ist das Loch. Da wollen wir rein. So, und jetzt wollen wir hier noch weiter. Da haben wir das Urfeuer. Und da wollen wir jetzt diesen komischen Brunnen anquatschen. Mal gucken, wo wir da jetzt rauskommen. Wenn ich da jetzt dieses große Dingens da anquatsche. Das große Tor. Ohne Wiederkehr. Hallo. Okay. Hallo? Weil da vorne immer irgendwas stand von wegen Achtung Boss und so. Deswegen bin ich jetzt einfach mal sehr, sehr, sehr motiviert. Dass hier was sein könnte. Okay, ja, hier ist erstmal ein Item. Drachenamulett. Alter, geil. Shulva, Stadt des Heiligtums. Ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst. Den echt beim Ratzen gestört war. Ich Arsch.
Okay. So, dann haben wir jetzt hier sogar noch einen weiteren Weg, den wir gehen könnten. So, da unten war wieder ein Item. Ich würde mich echt mal interessieren, was das hier für Gegner sind. Also aushalten tun sie schon ein bisschen was. Muss man ja neidlos so zugeben. Oh ja. Die sind schon ein bisschen heavy. Ja. Also ich glaube, dieses Gebiet, das sollte man erstmal noch nicht so beschreiten. Glaube ich. Wir haben jetzt zwar da schon diesen Boss hier unten geplättet gehabt, aber ich glaube, dieses Gebiet... Da sollten wir dann doch erst in diesen Wald gehen, da wo wir unsere Pyromantin aus Versehen getötet hatten. So. Huch. ...660 Seelen kriegt man dafür, ja. Okay, ja, war jetzt nicht so der große Kampf. Aber trotzdem. Man darf doch mal ein bisschen rummotzen. Das sieht doch hier wieder nach Fallen aus, oder? Nee. Jetzt muss man hier eine fette Rüstung haben oder was, damit man das Ding da runterdrückt. Naja. Gut, Freunde. Also dieses Gebiet gefällt mir auf jeden Fall vom Style her. Ja, dass man da unten schon wieder diese riesengroßen Kackmonster sehen kann. Was mich auch ziemlich an den ersten Teil erinnert. Und zwar an diesen komischen Feuer... ja, okay, Feuertyp war das ja nicht. Aber dieser ganz, 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 ganz unten in den Tiefen, da waren hier auch so eine Viecher, die durch Lava gewandert sind, die man dann gegenseitig töten konnte. Also, dass sie sich gegenseitig töten und dass man dann halt davon, ja, dann halt die ganzen Seelen absnackt. Ja, also das erinnert mich ziemlich an dieses Gebiet. Bloß jetzt hier in Wasser gehüllt und nicht in Feuer. Und dass hier in der Mitte ein Tempel ist, der komplett noch intakt ist und nicht total zerklüftet. Zerklüftet? Zerklüftet. So, auf jeden Fall reise ich jetzt gleich nochmal nach Majula. Und da hoffe ich, dass wir uns dann in der nächsten Aufnahme wiedersehen werden. Die sind ja alle Menschen, Freunde. Alle sind Menschen. Unglaublich. Unglaublich. So, eine Sache möchte ich nämlich noch prüfen. Ob wir jetzt hier eine neue Rüstung uns kaufen können. Als Fleischsack oder so. Was bist denn jetzt? Ein Pascha oder was? Sorry, have we met? Oh, sorry. It's just I've been awfully busy. Care to look over my wares? Please. I upgraded my stock recently. So. Was ist das jetzt hier? Alva-Helm. Oder Alpha. Ist ja auch nicht so verkehrt. Alpha-Helm. Ein Alpha-Helm. Königssoldaten. Also der hat zumindest schon zum Teil ein bisschen was Neues, ja? Also. I'm rich! I'm rich! I don't need to go home anymore. Home. Home? Where is home? I'm rich. Okay, der ist schon ziemlich... Okay. Der muss auf alle Fälle irgendwo eine Bindung zu nach Hause finden. Weil das ist... Oh, hello again. You've made it. The map, of course. Even more flames have appeared. I don't know what causes. Diese Flammen hier. Also das ist die Karte von Dark Souls 2. Das, ich weiß jetzt nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte.
diese Flammen, die stehen für Bosse, die man in der Karte, also in der Welt getötet hat. Wir haben natürlich schon wesentlich mehr getötet, also es sind jetzt nicht alle Bosse hier irgendwo auf der Karte eingezeichnet, sondern bloß wirklich die wichtigen und nicht die optionalen Bosse, ja, also die Muss-Bosse schon, aber die optionalen nicht. So, und wenn man jetzt zum Beispiel NG Plus dann spielt, also wirklich das New Game, nicht hier dieses mit, wo wir jetzt diesen Eid haben, sondern wirklich dieses New Game haben, dann werden aus diesen orangenen Flammen, werden dann blaue Flammen. Also die werden dann halt dementsprechend abgegradet und dann weiß man, ah okay, da ist noch was offen, beispielsweise. Weil dann startet man wieder im Tutorialgebiet und muss alles wieder von vorne machen. Also alle Leuchtfeuer wieder belaufen und so weiter und so fort. Stelle ich mir jedenfalls so vor. Ich weiß es nicht zu 100%, aber nach dem, was mir so zugetragen wurde, muss es halt so sein. So, auf jeden Fall, was könnte man noch machen? Man könnte vielleicht nochmal gucken. Wie es aussieht hier mit den Seelen. Also wir haben hier nochmal so eine dicke Seele. 2000er. Ja, okay, dann können wir uns noch ein Level holen. So, und wir könnten aufsteigen. Warte. Aufsteigen. Intelligenz. Da fehlen uns dann nämlich nur noch zwei Level. So. Verbrennen. So, okay, da haben wir jetzt unseren Estus Flask nochmal erhöht. Oder verstärkt, besser gesagt. Jetzt haben wir den auf Stufe 3. So, und hier kaufen wir uns noch einmal ein bisschen was. Schade. Das wurmt mich gerade ein wenig, dass wir das nicht upgraden können, das Ding. Zweimal eine alte Peitsche. Unglaublich. Große Titanitscherbe. Brauchen wir zwei davon. Ach ja, ach ja, ach ja. So, nun gut. Gegenstände kaufen. So, 126 Pfeile. Okay. So, auf jeden Fall, dann bedanke ich mich dafür, dass ihr so viel Zeit hattet und mir zugeguckt hattet. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Wenn es heißt, Let's Play mit Meltes, Dark Souls 2 und so. Ne, Frau Jensen? Nee, Spaß. Ich bedanke mich trotzdem wieder dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich hoffe, euch wurmt es nicht so sehr wie mich, dass wir die Pyromantin getötet haben. Weil das ist echt eine blöde Sache gewesen und ich hoffe bloß, dass uns das jetzt nicht so auf die Füße fällt, weil Pyromantie, wir wollten ja eh einen auf Schurken machen. Auf Magie-Schurken, sage ich jetzt mal, weil wenn wir dann unsere Zauberwaffe haben, unsere große Zauberwaffe, das ist natürlich eine super Sache. Dann können wir es machen. Dann können wir das einsetzen und dann halt noch weiter auf unsere Geschicklichkeitsboot dann weitergehen, ja. Und auf Bogen und sowas. Aber nun gut, das werden wir dann alles entscheiden und wir wissen ja auch gar nicht, wie viele Bosse da noch kommen und ja, müssen wir alles dann aus dem Bauch hinaus entscheiden. Und guck mal, da hinten, da ist überhaupt noch ein Steinkopf. Naja, auf alle Fälle, dann bis morgen, Freunde. Ciao, ciao, euer Meltas.